So, Sven, Sie. Und danach kommt der FA Cup und wir wissen den Gegner schon, aber den werden wir dann erst vorstellen, wenn er dran ist. Es ist kein leichter Gegner. Das auf jeden Fall nicht. Also das kann ich schon mal sagen, es wird eine etwas härtere Partie. Na gut, aber jetzt gegen Swansea und da muss man Vollgas geben. Zwei Punkte von sechs in den letzten zwei Spielen. Nach wie vor sind es sechs Punkte auf den europäischen Spitzenplatz. Also Spitzenplatz auf einen europäischen Platz. Sieben auf einen Champions League Platz, dort wo Southampton steht. Aber dazu braucht man Punkte. Und das ist Swansea schon einer, der vor uns ist. Die haben schon vier Punkte auf uns Vorsprung. Auch wenn jetzt ein Erfolgserlebnis vor dem FA Cup sehr bereichernd. Helena, gut gemacht. Nein! Unglaublich.
Posten. Mensch, wie viel das? Uiuiui, zu weit. Okay, schauen wir mal die Aufstellung an. Fourth official has indicated there will be a minimum of 3 minutes of added time. Und Son. Holten.
Ja. Oh. Oh mein Gott. Nein, 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 Swansea führt. Schön gespielt hier. Ja, das war's dann wohl. Hier mit Punkten. Letzten paar Minuten noch überstehen. The referee has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. Unnötig. Swansea City goal number 3, Ricardo Rodriguez.